Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Samstag, der 20. März 2021. Letztes Mal habe ich aus Versehen 2020 gesagt. Heute, kalendarisch genau vor einem Jahr, habe ich diesen Vlog Zuflucht im Schönen begonnen, um einen Impuls zu geben in dieser Zeit des Lockdowns, der uns ja nun mit seinem Hin und Her schon seit einem Jahr, gefühlt 3 Jahre, begleitet. Ich wollte damals ein Fensterchen öffnen für all die Menschen, die nun zu Hause saßen und nicht so recht wussten, was tun oder irritiert waren. Und ich wollte ihnen Impulse geben, eben eine Zuflucht im Schönen anbieten zu den Dingen, die mich als Schriftstellerin beschäftigen, die ich ja ohnehin viel Zeit zu Hause im Stübchen verbringe. Und deshalb dachte ich, vielleicht ist es auch ganz schön, so etwas in die Welt hinaus zu schicken. Viele haben mich den ganzen Weg begleitet. Ich danke euch sehr dafür. Andere sind in den letzten Wochen dazugekommen. Aber ihr könnt auf YouTube auch die älteren Folgen schauen. Und vor allem, ihr werdet sehen, in den ersten 3 Monaten im vergangenen Jahr, als ich noch täglich diese Sendung gemacht habe, habe ich immer einen Zusammenhang hergestellt über mehrere Folgen und habe mich mit Fragen beschäftigt wie: Was ist Wahrnehmung? Was ist Wirklichkeit? Wie zeigt sie sich in den bildenden Künsten oder in der Literatur? Und ich habe mich dann auf eine kleine Wanderschaft begeben, die immer das gespiegelt hat, was für mein Empfinden in der Welt und in uns passiert ist oder in mir. Und deshalb könnt ihr die auch alle noch auf meiner Website finden, bei vergangene Veranstaltungen, wenn ihr über künftige Online-Beiträge informiert werden möchtet und nicht mich hier abonniert habt, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben oder meinen Newsletter abonnieren. Also irgendwie findet man das ja heraus. Ich habe ja beim letzten Mal schon Hugo von Hofmannsthals Gedicht Vorfrühling ausgesucht als Abschluss, denn der Vorfrühling, den wir jetzt alle erleben, ist etwas, was Hugo von Hofmannsthal in seinem Gedicht sehr schön beschreibt. Und das Entscheidende ist, dass er in den Reimen, die er wiederkehren lässt, und auch den Schlussvers, den ich gleich nochmal vorlese, diesen Gedanken hat, dass ja der Frühling immer wieder kommt. Er hat das als sehr junger Mann geschrieben, mit 18, und ich habe es auch ungefähr in dem Alter entdeckt und immer lieb behalten. Ich lese noch gerade mal den Anfang vor. Es läuft der Frühlingswind durch kahle Alleen. Seltsame Dinge sind in seinem Wehen. Er hat sich gewiegt, wo Weinen war, und hat sich geschmiegt in zerrüttetes Haar. Und er endet dann: Es läuft der Frühlingswind durch kahle Alleen. Seltsame Dinge sind in seinem Wehen. Durch die glatten, kahlen Alleen treibt sein Wehen blasse Schatten. Und den Duft, den er gebracht, von wo er gekommen, seit gestern Nacht. Die Präzision, mit der also gesetzt wird, dieser Eintritt des Frühlings, ist so etwas wie ein Datum, was wir heute haben. Es ist auch Nowruz, das persische Neujahrsfest. Es ist der Geburtstag meiner Zwillinge. Und es ist auch der Frühlingsanfang. Und der 18 Jahre alte Hugo von Hofmannsthal war in dieser Zeit offenbar noch davon überzeugt, dass man die Natur und die Natur des Menschen und den menschlichen Körper und vielleicht auch eine Liebesreise durch den Körper eines anderen Menschen in die Sprache bringen kann. Er ist berühmt geworden durch seinen Brief des Lord Chandos an Francis Bacon, in dem er in eine Sprachkrise geraten ist oder die er darin darstellt, indem er sagte, die Worte sind sinnentleert und zerfallen mir wie modrige Pilze im Mundraum. Und diese Krise hatte natürlich sehr viel damit zu tun, dass um die Jahrhundertwende, um 1900, viele Erkenntnisse, viele politische Bewegungen die Menschen in eine extreme Unsicherheit gebracht haben, was dann von den Künstlern und SchriftstellerInnen reflektiert wurde. Und in diesem Lord Chandos Brief geht es um die Frage, wie kann man denn in Zeiten einer so tiefen Irritation dennoch Worte finden für das, was man erlebt, und wie kann man sich mit Worten anderen vermitteln. Dieser Brief ist sehr berühmt geworden und hier in diesem Gedicht ist er aber noch weit davon entfernt. Ich habe damals für die Frankfurter Anthologie
die Marcel Reich-Ranicki herausgegeben hat, diese Gedichtinterpretation veröffentlicht, in der ich selbst damals geschrieben habe über dieses Gedicht. In der Kunst ist das Leben gut aufgehoben. Sie berührt uns mit der gleichen Fülle wie der Vorfrühling in diesem Gedicht, überraschend und einzig. Deshalb endet es mit dem genauen »Seit gestern Nacht«. Der Dichter erfasst im Besonderen das Allgemeine, fliegt von der Kultur in die Natur und wieder zurück. Der poetische, zweiflügelige Eros trägt ihn wie der Frühlingswind, der uns entrückt und verführt, und er macht das Gedicht selbst zu einem glühenden Wind, getragen von Rhythmus und Reim. Ich ende mit diesem sehr schönen Gedicht, das Zweifel öffnet, aber auch Hoffnung, und wünsche euch viel Glück und alles Gute und vielleicht auf ein andermal. Bis dann. Tschüss.